Das ist wahrscheinlich in Essen ähnlich bei euch, oder? Das ist bei uns, auf jeden Fall so, dass wir gerade das von Thomas genannte Stückwerk überall sehen. Das heißt, irgendwie, man fährt bis zur nächsten Kreuzung und sucht, wo geht's weiter. Wenn man Glück hat, kann man es ungefähr erkennen, weil man so in 20 Metern Entfernung sieht, ach, da geht es dann doch wieder irgendwann auf den Bürgersteig drauf. Oder irgendeiner hat ein bisschen Farbe auf die Fahrbahn gemalt. Aber es ist immer Stückwerk. Und ganz extrem bei uns, wir sind ja deutlich enger gebaut als ihr im Malerumfeld, da ist das dann so, dass man irgendwo noch eine Radverkehrsanlage, also in Essen malen sie immer gerne nur auf die Straße, ne? Eigentlich so den Schutzstreifen, den man als Abstand zu den parkenden Autos halten soll, meinen aber, wir sollen darauf fahren. Und wenn man dann an eine Kreuzung kommt, dann ändert sich das. Dann soll man auf einmal mit den Fußgängern über die Ampeln und dann hast du teilweise zwei oder drei so kleine Fußgänger-Wartebereiche und musst an jeder einzelnen dann nochmal drücken, weil auch die sind nicht überall gleichgeschaltet. Also ich sag mal, da ist kein durchgängiger Verkehr da. Und das ist das, was uns am meisten stört. Und wenn wir dann noch sagen, okay, ihr möchtet Fahrradstraßen haben, wir haben Fahrradstraßen. Nur die kannst du nicht unterscheiden von normalen Straßen. Ja. Außer, dass da ein Schild hängt und dass da an der Stelle irgendwo ein Autofahrer frei drunter ist. Also das ist voll in der normalen Pendlerzeit, das sind Ausweichstrecken und ich sag mal, nur ein Schild dahin zu malen, das bringt es nicht. Und das sind die Sachen, die halt immer wieder in der Verwaltung und insbesondere in der Politik dann nicht durchgehen. Weil die sagen, oh nee, wir müssen ja den Autofahrern, die dürfen ja überall fahren, die dürfen überall parken, auch auf Radwegen, die dürfen wir nicht einengen. Und da muss man sagen, wir als Radentscheid, wir müssen die Entscheidung treffen, weil die aktuelle politische Lage das anscheinend nicht kann. Deswegen haben wir einen Antrag.